Ja, was man sagen kann, ist, dass die lange Nacht der Museen abgesagt wurde, aber die lange Nacht der FPÖ, die tagt genau heute und es wird eine sehr lange Nacht. Was man schon gehört hat, ist, dass es eine absolute Zäsur ist aufgrund der Wahlergebnisse. Du hast es angesprochen. Damit verbunden ist natürlich ein Verlust von Millionengeldern, Clubförderungen etc. etc. Damit ist aber auch verbunden, dass es zahlreiche Posten nicht mehr zu besetzen gilt, die einfach nicht mehr vorhanden sind. Im Landtag wird es nur noch 8 Mandate geben. Das ist ein sattes Minus. Genauso sieht es aus im Bundesrat. Und da wird auch gemunkelt, dass Dominik Knepp angezählt ist. Ein Insider hat der Tageszeitung Österreich OE24 nämlich erzählt, dass Dagmar Berlakovic, eine Vertraute von Herbert Kickl, hier doch ordentlich laut geworden ist und Dominik Knepp ziemlich hart kritisiert hat. Das heißt, vielleicht gibt es diese Obmann-Debatte doch noch. Von der FPÖ war heute und auch gestern immer wieder Einigkeit zu hören. Aber ja, die FPÖ ist angezählt, nicht nur Dominik Knepp, auch andere wie Norbert Hofer. Man möchte das offiziell natürlich in keinster Art und Weise so sagen, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Ein ORF-Kollege hat sogar gemeint, es wäre so etwas wie die Nacht der langen Messer. Also die Messer, die werden heute schon gewetzt und wir sind natürlich gespannt, was nach Sitzung, nach Ende dieses Gremiums dann am nächsten Morgen verkündet werden wird, ob alles beim Alten bleibt oder ob es auch Änderungen hier bei der FPÖ Wien im Wiener Rathaus geben wird. David, hast du auch etwas in Erfahrung bringen können? Es wird ja auch über die Ausrichtung im Wahlkampf heiß diskutiert. Herbert Kickl soll auf Twitter immer wieder rechtfertigen, dass er den Corona-Wahnsinn aus seiner Sicht angeprangert hat. Gibt es auch da irgendwelche Informationen? Naja, was man seitens der FPÖ immer wieder gehört hat, ist, dass man sich auf der einen Seite selber natürlich auch verantwortlich macht für das schlechte Wahlergebnis. Man hat es einfach nicht geschafft, die richtigen Themen hier zu setzen. Die Themen Flüchtlinge, Migration und Islam waren in diesem Wahlkampf eigentlich bei den Wählern nicht vorrangig. Und zum Zweiten ist es auch Heinz-Christian Strache. Wir haben ja vorhin über ihn berichtet. Der ist so etwas gewesen wie der Mann, der eigentlich dieses Ergebnis mitzuverantworten hatte. Der hat ja dazu geführt, dass einige wenige zu ihm gewechselt sind. Andere, die vor 5 Jahren noch für ihn und für die FPÖ damals gestimmt haben, die sind diesmal überhaupt zu Hause geblieben. Und in Oberösterreich freut sich ein ganz anderer, nämlich Manfred Heimbuchner. Der gilt als der kommende Mann, als der Shootingstar. Das heißt, das könnte natürlich auch Auswirkungen haben auf die Bundes-FPÖ. Und Manfred Heimbuchner ist einer jener Namen, die genannt wird. Und vielleicht auch Dagmar Berlakovic. Mehr wissen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen.